vor 64.000 sehr zufriedenen Zuschauern. Das gilt natürlich nur, da muss ich mich korrigieren, für die Bayern-Fans. Die Österreicher, die Wiener vor allem, hatten natürlich einiges zu diskutieren. Ihre Abwehr ständig, die Tore unglücklich, aber man hatte natürlich die Hoffnung beim Stande von 1:3 noch nicht ganz aufgegeben. Im Cup, das wissen Sie, ein Nachtbeischuss, da zählen die Tore, der Vorsprung vor allem aus dem Hinspiel, der Schiedsrichter aus der Schweiz. Dana. Die Sprechchöre, der Versuch über Prohaska aufzubauen, dem Spiel Konturen zu geben. Er wird immer wieder gesucht, aber die Austria-Spieler, hier ist Mielaschi mit der 10, das ist Polster, der wuchtige Mittelstürmer. Schuss von Drabitz war das. Winkelhofer, da sehen Sie seine verpflasterte Nase. Bayern haben ja einige Erfahrung mit Nasenbrüchen. Dieter Hoeneß, Pokalfinale vor einigen Jahren, auch Eder beim Europacup in Everton. Waren ja leviert. Da haben wir Eder am Ball. Der 4, Glückler mit der 3. Immer wieder ganz plötzlich der schnelle Pass. Man kam fast mühelos an den Strafraum. Aber, Sie hören es, es gab auch schon erste Pfiffe. Die Austria weiter von entfernt, dieses Spiel aufzugeben. Prohaska. Elegant in der Ballführung, in der Übersicht, aber im Endeffekt ohne Erfolg, dieser Konter durch Handspiel unterbunden. Natürlich war es jetzt ein anderes Spiel, 3:1, ganz klar. Die Austria als Kontermannschaft bekannt, auswärts musste jetzt versuchen heranzukommen. Und die Latec-Truppe hatte Raum, hatte Platz. Die Frage war, konnte sie ihn nutzen? Immer wieder konsequent hinaus auf die Flügel. Winkelhofer. Nachtball von der anderen Seite. Wir haben mit diesem Ball noch einmal, bei dem sich Resch ganz lang machen musste. Misst fast 1,90 Meter.